Und mit diesen epischen Klängen im Hintergrund melde ich mich zurück. Ich hoffe, wir kriegen bald das Update. Ja. Ich hoffe da wirklich drauf. Ich will endlich angeln. Und ich will endlich diese andere Mod benutzen. Also diese Primitive Plus Version. Und ich sehe gerade, dass irgendwie, warum auch immer... Ja, das ist echt komisch. Also eben der Sound vom Mikro mega überdreht war. Aber anscheinend hat sich das jetzt schon wieder erledigt. Puh, Glück gehabt. Ja, ein wenig. Ja. Was gibt's sonst Neues? Ja, ich hatte vor einer ganzen Weile, da gab es einmal, was heißt vor einer ganzen Weile? So lange ist es noch gar nicht her. Also es gab ja bei Amazon diese Prime Days. Da gab es ja dann besondere Angebote für Prime-Mitglieder. Und da habe ich unter anderem mir das aktuelle Kindle Fire, keine Ahnung, ich glaube, es heißt gar nicht mehr Kindle Fire, also das aktuelle Kindle in schniekeblau geholt. Die haben ja jetzt SD-Slots, dass man sie endlich erweitern kann und alles. Und eigentlich ganz schnieke, kleiner, leichter, also kleiner eigentlich nicht, aber leichter. Mehr Power und ganz angenehm. Weil ich noch eins der allerersten Generationen hatte und naja, die war dann schon etwas überholt und ja, nicht so powerful. Und fand ich eigentlich anfangs ganz gut. Dann passierte aber das Problem, dass man es nicht mehr aufladen konnte. Das war ja so ein kleines Problem halt bei einem Teil, was nur von Akkus lebt. Das ist dann echt problematisch, wenn man sich aufladen kann. Also Support kontaktiert, per Chat geht ja relativ easy peasy bei denen. Angeschrieben hier, das und das ist, ja, wollen sie es umtauschen oder wollen sie das Geld zurück? Ich so, nee, ich würde das Gerät ja schon gerne haben. Ich nehme Ersatz. Dann kam der Ersatz an, aufgemacht, angemacht, bam, Display kaputt. Also man hatte nur so graue Streifen, einmal so da ein grauer Streifen, einmal quer rüber, dann an der anderen Stelle und ansonsten komplett schwarz. War also auch nicht so die Erfüllung. Gleich wieder Support angeschrieben, hier, pass auf, gerade eben aufgemacht und ne. Dann so, ja, das kann leider passieren. Das ist dann so ein Produktionsfehler. Man würde das dann wieder austauschen, wenn ich das noch möchte. Und dann so, ja, okay. Und ich habe das jetzt. Also wir haben jetzt Donnerstag. Und seinen eigenen App-Shop. Also es hat nicht haargenau dieselben Apps wie im Google Play Store. Viele Sachen lässt es da erstmals nicht zu. Das muss man sich dann, oder die Apps müssen sich das dann erst verdienen. Das ist vielleicht ein Problem. Ja, das mag ich gerne eingestehen. Allerdings gibt es da einige Möglichkeiten, die man nutzen kann und sollte, die ich auch gemacht habe. Dass man den normalen Google Play Store installiert. Immerhin ist Android ja ein offenes System. Das heißt, man kann damit machen, was man lustig ist. Es ist ja ein Open Source System, also ein Betriebssystem. So Linux-mäßig halt, ne, so wie früher. Geht da raus, ja, hervor. Und das ist schon echt ganz lustig. Weil jetzt habe ich dann praktisch auf meinem Android den ganz normalen, also auf meinem, nicht Android, also auf meinem, ja doch eigentlich schon irgendwie Android, also auf meinem Kindle habe ich dann jetzt den normalen Amazon oder Amazon App Shop plus dann jetzt halt den normalen App Store, sodass ich halt wirklich die ganzen Sachen endlich nutzen kann, die mir sonst so ein bisschen fehlten. Zum Beispiel einfach nur eine YouTube App, denn Amazon, dadurch, dass es ja sein eigenes, seinen eigenen Videomarktplatz hat, ne, Amazon Video, der jetzt ja mittlerweile auch für andere geöffnet wurde. Das heißt, man kann jetzt seine Videos da einreichen. Man kann damit auch dann dort Geld verdienen, ähnlich wie bei YouTube. Allerdings natürlich halt längst nicht so viel, wobei man halt auch immer wieder was ausschüttet und ja, kann dann halt auch da Videos gucken.
Das geht dann jetzt auch. Inwiefern das großartig Erfolg haben wird, wage ich zu bezweifeln. Seinerzeit hat das... Oh, ich muss unbedingt... So, kurz mal hier hin. Noch schnell was trinken, bevor wir gleich down gehen. Vielleicht sollte ich mal eins von diesen Viechern fangen, wenn ich schon unbedingt... Naja, auf jeden Fall kann man das halt relativ easy peasy machen, ohne dass man das großartig hat. Und ich überlege, so für das Geld bin ich echt sehr zufrieden damit. Gut, natürlich geht nichts, also wobei es immer schwierig zu sagen, geht nichts über, aber damals mit dem Galaxy Tab war ich auch sehr zufrieden. Wobei das Ding im WLAN echt Probleme gemacht hat, wenn das im WLAN an war, damals das Galaxy Tab 2 war das, glaube ich, dann war alles andere platt. Dann hat nichts weiter funktioniert, also das hatte komplett die ganze Bandbreite für sich dann in Anspruch genommen. Das war echt ganz mysteriös. Jedes Mal, wenn das halt da, wenn das WLAN da an war bei dem Teil, funktionierte nichts anderes mehr. Alle anderen haben kein vernünftiges Netz mehr oder keine vernünftige Geschwindigkeit mehr bekommen. Das war echt grandios. Ja, so kann es gehen. So, wir brauchen neue Wände. Aber eigentlich brauche ich davon noch was. Das heißt, ich muss ein bisschen sammeln hier. Noch ein paar Steine. Ja, ein paar Steine ist gut gesagt. Ey. Das sind schon ein paar mehr Steine. Kann ich das eigentlich zerhacken? Das finde ich schade. Hier liegen Steine rum und ich kann sie nicht mitnehmen. Ist ja ätzend. Hier liegen auch noch welche. Gucken, ob wir vielleicht noch genug zusammenkriegen. Ich hoffe ja so ein bisschen drauf. Guck mal, so ein kleiner Sitzling, ne? Hier, da. Was daraus wohl werden wird? Niemand weiß das so genau. Wie viel habe ich jetzt? 73, noch 7. Okay. Jetzt wird es schwierig. Das ist mir mitten in die Pampa. Um eventuell noch welche zu finden. Okay. Okay. Ich nehme die Herausforderung gerne an. So, 2 haben wir. 3. 4. Mhm. 5. Okay. 6, 7. Ha! Wunderbärchen. Dann können wir schon mal Fundament machen. Ha, sehr schön. Ich sehe schon das nächste Level up. Kommt auch bald. Wir müssen doch gleich mal gucken, dass wir irgendwie hinkriegen, für Ernst einen Sattel zu basteln. Zur Not aus seinen eigenen Verwandten, indem wir die jagen. Das geht gar nicht, dass er sich hier dann herumtreibt. Achso, halt. Ich muss ja. Ich will jetzt nicht alles mit mir rumschleppen. Ernst hat anscheinend gekackt. Aber wenn Ernst das glücklich macht, dann macht mich das auch glücklich. Ja. Das ist jetzt doof. Ah, das passt wieder, das auch. Und hier. Ah, Mist. Das hieße, man könnte höchstens hier so erweitern, dass man... Ja, das ginge zur Not. Ah, das könnte man machen. Wobei, ich wollte ja eigentlich eine Mauer basteln. Ja, das könnte man auch machen. Dass wir das dann einfach kombinieren. Wir lassen uns auf jeden Fall dran. Wenn ich mache ein bisschen mehr Stein. So, das Schöne ist natürlich, wenn wir so einen großen Dino haben, kriegen wir regelmäßig viel Pupu. Narkobieren. Das andere. Ja, nehmen wir das hier. Was echt sehr hilfreich ist. Oh, wir haben noch ein Steinfundament. Ist ja cool. Wie viel habe ich denn davon schon? Ich war wohl fleißig anscheinend. So, wunderbärchenhaft. Ja, vielleicht geht noch hier vorne auch noch ein bisschen was. Lass uns mal schauen. Ach, ich hab noch mal Pupu. Ha, sieh einer an. Da haben wir ja wohl schon ein bisschen was. Das heißt, dann können wir das hier mit drauf werfen. Und dann gucke ich mal, ob der Ernst... Oh, der schon aufgelevelt ist. Sehr schön. Gewicht ist okay. Geben wir mal da eins drauf. Gut, er hat genug zu essen, würde ich jetzt so sagen.
Jetzt gucken wir mal, ob ich denn schon so ein Parasaurus-Sattel basteln kann. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Hier, Parasaurus. Tierhaut 80. Ich bin der Meinung, wir sollten genügend haben. Oh, locker, guck mal. Hier, das ist ja... Das ist ja purer Luxus hier. Dann packen wir das gleich wieder zurück. Genau, braucht eh keiner. Achso, dann haben wir dadurch ein Level abgekriegt. Sehr schön. Gewicht. Wir brauchen definitiv mehr Gewicht. 10 Kilo können wir zusätzlich laden. So, mal schauen, was können wir denn jetzt hier Tolles basteln. Müsste nicht... Ach, der Pteranodon-Sattel. Sehr schön. Dann schalten wir den mal frei. Plus vielleicht irgendwas anderes noch. Ach ja, die Hose hatten wir schon. Hier benötigt Lederhut. Das ist ja toll. Hatte ich die nicht schon? Hier, Lederhut. Machen wir halt mal schnell. Was soll's. Machen wir im nächsten Mal das andere mit. Aber cool, das gefällt mir. Sehr schön. So, mein Freund. Dann kriegst du jetzt deinen Sattel. Ah. Dann kann ich auf dir durch die Gegend reiten. Ja, schnell ist er jetzt nicht unbedingt, ne? Aber wir sehen, wir haben... Warte mal, wie viel Gewicht habe ich jetzt? Ja, 124. Ah, und er ist schon zur Hälfte ausgebucht. Ist nicht so einfach. Müsste nicht eigentlich... Achso, ich muss es richtig anvisieren. Genau. Dadurch levelt er ja auch auf.